Der Blech-Methusalem rollt durch die Weite Russlands. Zum Glück pannenfrei, denn hier gibt es mehr Bäume als Werkstätten. Moskau ist 800 Kilometer hinter uns. Und Kasan ist jetzt direkt hier vorne. Dazwischen ist nur Wald, Steppe, Wiesen, gar nichts. Gar nichts ist Quatsch, denn es gibt scheinbar mehr Lkw in Russland als Bäume und die verstopfen alles immer überall. Stau, Stau, Stau. Jeden Tag den halben Tag gefühlt Stau. Baustellen. Manchmal weiß man auch gar nicht, warum und wieso. In diesem Fall schon. Ein Lkw hatte falsch geparkt. Hunger haben die beiden auf frisches Obst. Es ist jederzeit erhältlich. Wir machen ein Tauschgeschäft. Das kann ich. Wie steht da? Sprechen Sie Deutsch? Wir sagen nicht nein. Kein Deutsch? Nein. Okay. Einer von Lukes Kapuzenpullis wechselt gegen Kirschen und Äpfel den Besitzer. Jetzt haben wir Äpfel für die nächsten 5 Tage. Thank you. Dann gilt es, einen Verlust zu beheben. 53 Jahre tat der Tankdeckeldienst am Auto. Nun ist er weg. Vergessen an der letzten Tanke. Sprechen Sie Deutsch? Ich speak Englisch? No. Englisch? Dann muss man das anders klären. Mit internationaler Zeichensprache. Tankdeckel weg, der Mechaniker hat's kapiert. Nur, wo finden? Irgendwo im Chaos soll noch einer sein. Willst du dich hier zurechtfinden? Also, er weiß schon, wo alles ist. Hier vorne müssen wir uns hinsetzen, auf dem Sofa und gucken Fernsehen. Motivationsposter anschauen wäre eine Alternative. Aber das ist so eine Werkstatt, wie sie dir auch gefällt, ne? Das gefällt mir, ja. Die? Ich glaube gut. Zwischen Milliarden Schrauben lag ein Schatz, der passt. 8 Euro, Buche aber wurscht. Weiter geht es in 100 Kilometer Schritten, immer weiter. Am Straßenrand fällt permanent auf eine Verkaufsoffensive für Blechkanister. Oder was ist das? Zum Schnaps machen, oder? Ich glaube. Dies hier für Samagonapparat, für Alkohol. Nicht mehr, nicht mehr. Also, dass die Russen saufen. Ich glaube, das ist bekannt, die Iren auch, ne? Samogons sind fürs Selbstbrennen und das ist in Russland erlaubt. Auch die etwas andere Tierhaltung. Zur Erbauung von Reisenden zeigt sich an manchem Rasthof solch ein Bild. Der ist psychisch krank. Ich kann mir vorstellen, das ist Tierquälerei hoch 3. Der sitzt hier auf 20 Quadratmeter und hat keine Gesellschaft, wird nur gequält. Für die Touris hier irgendwie gezeigt, das ist schon Katastrophe. 2 Wochen sind rum. Heute geht es rein nach Kasachstan. Zur Einreise benötigt man eine spezielle Kfz-Versicherung. Man folge dem Ende des Stromkabels des Generators, da stehen Drucker und Laptop. Warst du schon mal in so einer Versicherungsführung? Ob das wirklich versichert ist oder alles nur eine Verarschung ist, ich weiß es nicht, aber es gibt keine andere Wahl. Es gibt hier 2 Fahrzeuge, die stehen und die verkaufen Versicherungen für Kasachstan. Keinen Grenzer, Polizisten oder sonst wen interessiert später nochmal diese Versicherung. Die beiden Kellys kommen gut an in einem Land mit ganz offensichtlich goldigem Gemüt. Ist gut. Thank you. Kasachstan ist 5-mal so groß wie Deutschland. Bäume sucht man weitblickend vergeblich. Die Weidefläche für Vieh ist endlos, das Land flach bis zum Horizont. Kasachstan ist landschaftlich ganz anders als Russland. Und auch die Mentalität und die Menschen, die Kultur ist schon Richtung Asien. Aber die Menschen sind sehr, sehr freundlich hier in Kasachstan. Das zeigt sich bei der ersten Rast. Galimov heißt die Familie, Vater Asulbek besitzt resolute Herzlichkeit. Oh,
Ту руку давай. Эту руку давай. Вот эту дай. Во, 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 вот так вот. Вот эту давай. Mit Restposten Eisbären aus Berlin und Kelly-CDs werden zarte Bande geknüpft. So geht Völkerverständigung. Da die Galimows gerne und oft Fleisch essen, ist die lebendige Vorratskammer fast leer. Nur eine? Alle anderen? Alle in den Sack. Das örtliche Hauptnahrungsmittel wird erst gemästet, dann wird es unsentimental. Und er sagt, wenn die... Und dann? Arme Schaf. Asulbek hat neben dem Schaf aktuell noch 30 Enten und 5 Kühe. Die sechsköpfige Familie lebt einfach, aber für kasachische Verhältnisse nicht arm. Das Haus hat etwa 70 Quadratmeter. Ist recht simpel, ne? Zwei Zimmer, eine Küche, 4 Kinder. Ja, und denen geht's gut. Das Esszimmer ist Schlafzimmer der Kinder und Kinosaal zugleich. Kinder schlafen hier, hier am Boden. Oh, das hier, oh, das hier, oh, hier. Genau. Oh, das hier. Ja, hier. Super, super. Starker Mann, ne? Weiter geht es endlose Stunden auf schier endlosen Straßen. An Tag 15 haben die beiden noch viele hundert Kilometer bis zur erneuten Einreise nach Russland vor sich. Campen kann man in dem menschenleeren Land überall. Dabei bemerken die beiden am Abend, so langsam gehen die Nahrungsgeschenke der Fans zur Neige. Viel Leckeres ist nicht mehr da. Da war noch viel mehr drin. Ne? Wir haben uns sogar hier einen Grill reingetan. Wir könnten jetzt eigentlich grillen. Was willst du grillen, Luke? Die Grilllösung kommt per Mercedes. Zwei Angler machen Halt. Wer nicht schnell genug flüchtet, wird behelligt mit alten Kelly-CDs. Okay. Meine Familie singen jeden Tag. Ich tue immer nur so. Aber gleiches Geld. Mach rein, Kelly-Familie, wichtig. Aber nur Song von Joey Kelly, bitte. Nicht von Angelo. Von Paddy auch nicht. Kelly Family in Kasachstan. Nach Betrachtung der Fotos fällt die lange Mähne der Musiker auf. Ja, das diese bin ich, der Hübsche. Er hat gefragt, ob das Hippies sind. Ah, Hippie. Ja, Hippie Family. Hippie. Ja, mein Vater Hippie, ganze Familie Hippie, alles. Die Papier Hippie. Ja. Der Papa. Mein Papa. Ja, ja. Kein Hippie mehr. Er ist Schickimicki. Dann ergreifen Vater und Sohn die kulinarische Chance. Fischen! Fischen. Hier. Und Fische gefangen? Keine Fische? Ja, doch. Ey, fuck. Aber nur zwei. Nee, will uns alle geben. Nee. Zu so viel. Look, wir schmeißen den Grill an. Zwei Fische? Geil. Ja, klar. Давайте, друзья! Es sind alle gastfreundlich. Alle. Also, ich muss sagen, alle im Land. In der Stadt. Man merkt, die Leute grüßen nicht. Es ist ein bisschen anders. Es ist ja aber bei uns auch das Gleiche. Endlich mal wieder was Frisches. Vater macht den Fisch, der Sohn das Feuer. So lange aufeinander angewiesen waren die beiden noch nie. Wie erlebst du deinen Vater? Sehr ruhig, konzentriert, aufs Ziel fokussiert, was auch wichtig ist, weil wir wollen das ja schaffen, die Challenge. Wir hatten schon mal unsere ein, zwei Stellen, wo wir natürlich uns gegenseitig gereizt haben, aber das habt ihr ja auch. Wenn ihr 24 Stunden in eurem Begleitfahrzeug mitfahrt. Abenteuer im Bulli, ein tolles Erlebnis. Wenn da nur nicht der Fluss und die Dämmerung wären, anders gesagt, die Scheißmücken. Wir packen alles rein, hauen direkt ab. Hier ist Albtraum.
Kurz darauf. Aus Albtraum wird Weltuntergang. Kasachstans Horizont steht in Flammen. Und der Bulli mitten im Wetterchaos. Blitzt, dass das Zeug hält. Absolut Wahnsinn. Der Blitz ist eingeschlagen und es brennt hier den ganzen Zeller. Der Löschzug kommt dann zum Glück vom Himmel. Spektakulär sind in Kasachstan viele Friedhöfe. Sie liegen nicht in den Ortschaften, sondern meist mitten im Nichts. Es ist ein Friedhof von Menschen, die halt ins Muslim glauben. Aber es gibt auch hier, das habe ich noch nie auf der ganzen Welt gesehen, es Friedhöfe, Muslime und direkt daneben Christen. Aber mittel in nirgendwo Land. Hier sieht man halt weit und breit kein Ort. Aber anscheinend ist es vielleicht ein Friedhof gemeinsam für Menschen aus der Region. Kilometer später wieder in Russland. Eine abgerockte Tribüne in Kemerovo. Der örtliche Fußballverein ist lange aufgelöst. Hier könnte man als Kelly Family eigentlich mal spielen. Unter der Tribüne betreibt der 60-jährige Rafshan eine Bäckerei. Hier, Stadion, Kelly Family. Konzert spielen. Du organisierst das. Das, Familie. Das, это твоя Familie, да? Ja, Vater. Батя, твой. Ja. Отец. Chef. Chef твой, да. Rafshan ist auch Chef. Drei Angestellte, seit über 30 Jahren im Brot- und Brötchengewerbe. Harte Arbeit halt, geschenkt gibt es bei ihm nichts. Wenn die komischen Vögel aus Deutschland was essen wollen, müssen sie kneten. Die Leiharbeiter haben sich gut geschlagen. Bezahlt wird mit zwei Broten, bevor nun das Kelly-Konzert organisiert wird, noch ein politisches Statement. Лучше Путина нету нигде. Самый хороший президент во всем мире. Один он такой. Ангела Меркель сидит, переводчик не надо. Он сидит с ним, вот разговаривает. Да. Russlands Osten ist unfassbar weit. 14 Stunden fahren die Kellys, wenn sie fahren, denn stets ist auch Stau. Zum Stehen hat Joey keine Lust. Ein bisschen vordringen. Wir gehen hier vorne nach rechts. Der Bulli steuert ein typisch sibirisches Dorf an. Krasnaya Taiga, schöne Taiga heißt es. Mancher hat es sich schön gesoffen. Hallo. Здравствуйте. Also, wir sind aus Deutschland. Мы живем в Германии. Вообще, наш ваше не понимаю. Как дела? Текила. Как дела? Das ist wrong. Es ist sicher eine Herausforderung, hier zu leben. Hier brüte die sibirische Seele. Im Sommer irre heiß, im Winter irre kalt. Und irre lang wartet man, dass irgendetwas passiert. Wir sind wirklich mitten in Sibirien, nur Wald drumherum. Hier gibt es eine Straße, es sind vielleicht 20 Häuser, 10 auf der rechten Seite, auf der linken Seite sind auch 10. In der Mitte gibt es ein ganz kleines, sagen wir mal, Kinderstätte. Hier gibt es einen Laden, der ist zu, der ist wahrscheinlich nur einmal die Woche auf. Hier gibt es eine Bushaltestelle, der nächste Ort ist 30, 50, 100 Kilometer von hier. Vergessen hat Joey die über 100 Hühner, die hier leben. Einige gehören Svetlana und ihrer Familie. Tochter? Это внучка. Моя внучка. И моя. Das ist hier mein Sohn. Wie sagt man das? Sien. Ein Sien. Eine Sien sucht eine Frau. Nein. Nein. Doch. Mein Sien sucht eine Frau. Нет. Nachdem das geklärt ist, bittet Svetlana die beiden dann rein. Das Haus ist etwa 80 Quadratmeter groß, ohne Keller. Die Familie versorgt sich wie fast alle auf dem Land weitgehend selbst. Man schlachtet und man baut selbst an. Konserven sind hier lebensnotwendig. Das hier von Ihnen, von Garten? Hammer.
Еще не копали картошку. Это вас? Туда ложим. А hier gehen die Kartoffeln in Sommer. Еще копать? Jetzt? Keine mehr. Пока еще нет, но еще растет. Dann werden die Kartoffeln hier geholt und dann wird halt gekocht. Картошку копаем и сюда. Zum Abschied kriegen die zwei dann noch Selbstgemachtes. Берите, берите. Берите. Vor Mitternacht halten die beiden Kellys auf ihrer Fahrt selten an. Angesteuert werden dann große LKW-Rasthöfe. Alleine irgendwo zu parken und schlafen gilt als leichtsinnig. Hier schlafen wir. Luke, gute Nacht. Schläfst du gut in diesem King-Size-Bett? Ich finde es sehr gemütlich. Ich habe bis jetzt jede Nacht eigentlich relativ gut geschlafen. Die Rasthöfe sind ziemlich sicher, weil es hier überall, sag ich mal, LKW-Fahrer geben, die natürlich ihre LKWs bewachen. Tag 18, 6:30, mitten in Sibirien. Um Joey nochmal zu zitieren: Die Rasthöfe sind sicher. Sie sind absolut sicher. Wir sind. Haben wir Schuhe? Schuhe weg? Ja. Da unten sind sie nicht. Also, irgendeine Ratte hat meine Schuhe geklaut. Nein, vorne sind sie auch nicht. Der hat offensichtlich weggeschaut und Luke hat ein Alibi. Das ist wirklich asozial. Das glaube ich nicht. Noch ein genereller Reisehinweis: Nichts essen, nichts trinken, dann muss man auch nie auf die Rasthoförtchen. Die sehen meist so aus: Besuch bei den Männern. Zumindest glaube ich, dass das für die Männer ist. Jetzt gucke ich mal, wie die Toilette ist. Die sieht schon mal wie so ein. Wie so ein Kuhstall aus. Okay, das riecht schon mal ganz schön. Och du Sch. Ach du meine Güte. Okay. Also, seht ihr das? Oh mein Gott. Luke hat dann lieber ein sibirisches Feld gedüngt, hat keiner gemerkt. Also ich schätze mal, Sibirien ist größer als ganz Europa. Allein nur Sibirien. Es ist so weit, es hört gar nicht mehr auf. Und die Städte sind so alle 300 bis 600 Kilometer vom ersten Stand. Zwischen sind so ein paar Häuser, Steppe, Wald, 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 Wald. Am Abend erreichen sie eine Stadt, aber die ist im Schockzustand. Nichts geht mehr in Toulon. Zum zweiten Mal binnen Wochen geschah hier eine Katastrophe. Wir haben die Straße komplett gesperrt. Und wenn man Glück hat, morgen Vormittag ist hier auf. Und hier stehen Hunderten von Fahrzeugen und LKWs. Chaos vor. Am nächsten Morgen darf man auf eigene Gefahr passieren. Erst kam massiver Regen, dann brach ein Damm. So überfluteten die Wassermassen des Flusses Eya ein ganzes Stadtviertel. Toulon erlebte eine Katastrophe. Wir haben morgens um 7 Uhr, und das ist die Stelle, wo gestern gesperrt ist. Man sieht Hochwasser, es geht bergab, aber es ist nicht gut. Ein ganzes Wohngebiet ist überflutet worden und es sind leider 25 Menschen daran gestorben. Ich glaube trotzdem, dass die Menschen hier, wenn die wenig haben, die halten alles zusammen. Und jeder hilft den anderen. Das kennt man halt in Ländern, wo die Menschen halt wenig haben. Zwei Tage später erreichen die beiden den ältesten Süßwassersee der Erde. Der Baikalsee ist 59 Mal größer als der Bodensee. Ja, eigentlich ist er eher ein Meer. Wir sind weit gekommen, aber der Ziel ist ein ganz, ganz langes Stück weit weg. Am Abend gibt es beim Uferpicknick die letzte Dose vom gespendeten Fanproviant. Der Vorrat schrumpft bedenklich. Eine Beilage muss heute leider ausfallen. Was gibt's heute? Was hat der Koch? Ravioli. Dosenravioli. Deutsche Ravioli, immer noch von Natürlich. Fans? Ja. Immer noch von Fans. Nach
8000 Kilometern? Mindestens. Haben wir immer noch Aktion von den treuen Fans. Immer wieder nehmen die beiden sich auch Zeit, von der oft schlechten Hauptstraße auf noch schlechtere Dorfstraßen abzubiegen. Die Bauweise aus Holz und der Sammeltick der Russen beeindrucken Joey. Dass Kellys Leidenschaft für Busse aller Art entzündet sich. Eine dahinrottende Antiquität sendet SOS-Signale an den Retter. Verkaufen Sie mir diesen Bus bitte. Der muss gerettet werden. Was sagt er? Sto? Er verkauft es nicht. Kein Problem. In 10 Jahren. Ich komme in 10 Jahren wieder. Das Auto der beiden ist schon länger mackenfrei, zickt nicht rum. So schnürt es nach 3 Wochen Dauerbetrieb tapfer bis zur mongolischen Grenze. Erst kommen die russischen Beamten. Hello, audio and video recording, okay? Yes. Und nach einem Desinfektionsbad für die Reifen kommen die mongolischen Beamten. Das mir. Dann noch irgendwas bezahlen? 5 Euro tags. Was für ein tags? Weiß ich nicht. Hauptsache reinkommen. Drin in der Mongolei. Allerdings haben die beiden kein Essen mehr. Die erste Grenzimbissbude lockt und ein Kapuzenpulli aus Luke's Plunderschrank bezahlt die Fritteuse. Es gibt Kuschur, frittierte Teigtaschen. Die gibt es mit jeder Art Fleisch. Das ist der Hammer, ist das. Aber ist noch heiß. Wie gesagt, die gibt es mit jeder Art Fleisch. Einfach geil. Was wäre, wenn das jetzt Pferdefleisch wäre? Fleisch ist Fleisch. Wenn man Hunger hat, isst man fast alles. Vielleicht war es ja auch nur Kamelfleisch. 3 Millionen Menschen verteilen sich in der Mongolei auf der fast fünffachen Fläche Deutschlands. Das bedeutet, es gibt wahnsinnig viel Platz für Schafe, Pferde, Kamele, für Tiere jeder Art. Hier ist alles ewig weit und grün, wenn man in der Stadt aufwächst, ein Märchenland. Hier leben so viele freie Tiere, das ist wunderschön. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Allgegenwärtig sind Pferde. Pferde sind ein wesentlicher Teil der mongolischen Kultur und sie sind überall. Denn Zäune sieht man selten bis nie. Nicht schlecht, ne? Zuweilen würden unsere beiden Kellys auf dem Pferd schneller vorwärts kommen. Die Route bis Ulaanbaatar, der Hauptstadt, führt derzeit über Pisten. Straßen kann man das selten nennen. Es gibt hunderttausende Schlaglöcher. Manchmal passen große Kürbisse rein. Eine bucklige Zumutung. Die Straßen der Mongolei, das ist eine Katastrophe. Irgendwie schaukeln sich die beiden durch die Nacht. Einen Reifenschaden hat der Bulli zum Glück nicht. Das Problem ist nur bei diesen Schlaglöchern ist, das Land ist so wunderschön, nur auf der Straße. Du musst dich so konzentrieren auf die Straße, dass du das Landschaft gar nicht genießen kannst. Das ist, aber gut, wir schaffen das. Hunderttausende Mongolen wohnen traditionell noch in einer sogenannten Jurte. Eine Postadresse hat keiner. Die Mongolen sind Nomaden. Viele Familien finanzieren sich vom Verkauf von Kumis, vergorene Pferdemilch von Stuten. Eine mongolische Delikatesse. Achtung, gleich wird gelogen. Very good. Und? Wow. Heftig. Wow. Ey. Unfassbar. Leck mir am Arsch. Was kann ich, was es ist? Ziegenmilch? Wahrscheinlich. Oder? Ja, aber total streng. Eine Flasche davon reicht. So, dann haben wir jetzt erstmal genug zu trinken für die nächsten 2 Tage. Wir petzen mal.
Niemand hat das Zeug dann runtergekriegt. Jurtenbesuch. Joey hat diverse Bildbände, Kelly Family, Popmusik, Wüstenmarathon, absurde Themen, wenn sich das Leben um eine kreisrunde Jurte dreht. Füße. Ja. Ja. Wie kann man seine Füße so quälen und ähnliche Themen werden behandelt? Joeys kleine Märchenstunde funktioniert über jede Sprachbarriere hinweg. Ich glaube, das interessiert die, weil die halt kein Fernsehen haben. Und die Kinder, ich glaube, haben noch nie Bilder aus Afrika gesehen. Familie. Ich? Ja? Schwester, Schwester, Schwester. Familie. Kelly, Bücher, auch wenn die Leute uns nicht kennen, und die Alten insbesondere, wo meine Eltern noch gelebt haben, die kommen immer gut an, weil die sind einfach emotional. Und das ist eine Familie hier. Und Familien halten zusammen auf der ganzen Welt. Dann wird es mal wieder Zeit, dass Joey den obligatorischen Witz mit Luke macht. Und mein Sohn, ne, suchen Frau. Nein. 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 Ja? Ja? Sie guckt weg. Ich glaube, ich habe schon vergeben. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss, ne? Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Auf geht's Richtung Ulaanbaatar, der kältesten Hauptstadt der Welt.